Der Kindertreff Hafen 17 ist entstanden vor ziemlich genau 16 Jahren als Angebot für Kinder, die in anderen Institutionen so nicht angedockt sind. Es läuft seit all den Jahren spendenfinanziert, heißt, ist darauf angewiesen, viele UnterstützerInnen zu haben. Das Projekt, das wir im Hafen 17 hier haben, das heißt Schnibbeln, Schnuddeln, Schlemmen und ist ein Projekt für Erwachsene, für Große und Kleine. Meiner Kollegin und mir ist aufgefallen, dass nach Corona doch sehr viele Menschen nicht mehr sehr viele soziale Kontakte haben. Und da haben wir gedacht, weil wir mit den Kindern hier eh zusammen essen, dass wir doch Erwachsene auch zu uns lotsen und mit denen gemeinsam und den Kindern, die hier im Kindertreff sind, eine Mahlzeit zubereiten, gemeinsam essen und dann noch den Nachmittag gestalten. Die Kinder kommen hier nach der Schule hin und dann essen wir mit denen gemeinsam Mittag. Dann machen wir öfters mal Spiele oder sowas oder wir helfen ihnen bei den Hausaufgaben, wenn sie da gerade Hilfe brauchen. Wir können auch hier die Räumlichkeiten verwenden, so in der Sporthalle irgendwas spielen oder hier in der Werkstatt was basteln oder arbeiten. Es gibt dann schon Momente, wo man einfach mit den Kindern tiefer ins Gespräch kommt und ja ein bisschen was über ihr Leben, über ihren Alltag erfährt und ja ihnen vielleicht auch was weitergeben darf für ihre Zukunft. Also ich komme hier sehr gerne her, weil es mir einfach hier Spaß macht, weil wir uns hier einfach entspannen können und alles. Besonders Spaß macht mir hier, wenn wir mit den Erwachsenen zum Beispiel Versteckenfang spielen können. Für mich ist natürlich zukunftsweisend, dass wir die Menschen, die hierher kommen, sozial einbinden können, dass sie sich hier aufgehoben fühlen, dass die das Nachbarschaftszentrum als einen Ort haben, wo sie einfach gerne hingehen und sich nicht mehr so alleine fühlen.